Hi liebe Leute, ich bin's mal wieder, Biken TV. Das Thema kennt ihr noch vom letzten Jahr und ähnlich jetzt wie beim Wheelie. Da hatte ich es ja auch, da hatte ich ein Thema, das hatte ich die Jahre schon immer mal drin, aber es hat nie so wirklich die Leute erreicht. Und dann habe ich geschrieben, es ist ein Geheimtipp, sagt euch kein anderer, was ja auch wirklich stimmt, es ist nicht gelogen, aber es hat dann natürlich viel mehr Leute erreicht und das möchte ich jetzt hier auch erreichen und noch ein bisschen mehr Input geben. Und zwar das Thema, wie beim Mythenmörder vor einem Jahr, muss man die Ellenbogen rausnehmen, so wie ich es früher mal gesagt habe, so wie es eigentlich quasi alle Fahrtechniktrainer euch sagen würden, als Korrektur oder als einfach als Ansage für eine zentrale Haltung im Trail, da soll man die Ellenbogen rausnehmen. Und wir möchten das nochmal genauer untersuchen, welche Vor- und Nachteile hat das, wie wird das so in der Praxis gemacht von guten Fahrern. Ich möchte euch ein paar Tipps dafür geben. So, also, das Thema, beim letzten Mal hatte ich es genannt, einmal diese Ellenbogenraushaltung wie aus Fahrtechnikkursen oder Videos und im Vergleich dazu die Slacke-Variante. Ich habe dann einmal am Ende auch genannt, wie ich es jetzt nenne, und zwar die ergonomische Variante, dass du den Lenker in den Händen hältst und anstatt die Schulter so rauszudrehen und die Ellenbogen so nach außen zeigen zu lassen, eher so intuitiv, natürlich, ökonomisch, effizient für die Muskulatur die Arme zu halten. Den Begriff Slack, den hatte ich von Harald Philipp, dem Bikebergsteiger, der früher auch Ausbilder war bei den Fahrtechniktrainern, der danach, nachdem er das beendet hat, auch wieder mehr zu dem Slacken-Stil kam. Und dann habe ich von anderen Kollegen im englischsprachigen Raum das Wort, die ergonomische Armhaltung. Und ich habe mit ein paar Leuten gesprochen, die ja, Physiotherapeuten sind, die sich mehr mit Schultergelenken und so auskennen. Und das möchte ich euch kurz zeigen. Also, ich fahre jetzt mal langsam hier lang. Und zwar werdet ihr merken, früher hatte ich auch die Haltung immer so, weil man das auch als Fahrtechniktrainer in der Ausbildung so lernt. Und man würde auch durch die Prüfung fallen, wenn man das nicht macht. Ja, und jetzt fällt euch schon auf, der Gedanke dahinter war ja immer, dass man quasi die Arme als Verlängerung der Federgabel hat. Dass man dann auch so die Schläge federt. Aber was euch auch aufgefallen ist, wenn ihr jetzt mal auf das Schultergelenk guckt, normalerweise würde man dies so halten und so würde man ja aus so einem entspannten, aus einer entspannten Schulterhaltung immer mehr Richtung Arretierung gehen. Und da ist natürlich sehr ineffizient für die Muskulatur. Und ein Nebeneffekt, den ihr vielleicht auch gesehen habt, ist der bei manchen Leuten, dass sie wirklich, auch wenn sie dann zum Beispiel so Schläge abfedern oder so, dass sie sehr weit mit dem Kinn nach vorne kommen. Wenn man jetzt die ergonomischere Armhaltung hat, kann man die Schläge halt auch so locker federn und ein bisschen entspannter sein. Ein paar kleine Wurzeln, die man abfedern muss. Ja, und jetzt wollte ich euch noch da kurz erzählen, das hatte ich in dem anderen Video schon mal angesprochen, das Thema, wie fahren Leute, die nie Fahrtechnikkurse gemacht haben, die nie in irgendeiner Leistungssportgruppe waren, sondern die alles natürlich beim Fahren gelernt haben. Da gibt es im World Cup oder auch im Bikepark, wenn man gute Fahrer sieht, echt viele von. Und dann werdet ihr sehen, da führt keiner so. Die Leute fahren ja entweder so ein bisschen locker die Arme oder je nachdem nach individueller Vorliebe. Wenn wir uns das jetzt nochmal angucken, das Thema Kraft. Also ein Gedanke war auch immer, wenn man jetzt irgendwie viel Kraft aufwenden will, zum Beispiel Maximalschläge oder die man abfedern muss, dann hätte man mehr Kraft beim Bankdrücken. Wurde oft so als Argument gesagt, man würde ja nicht so Bankdrücken, sondern so. Da habe ich mich auch mal unterhalten mit Physiotherapeuten, Fitnesstrainern. Und die haben gesagt, so würde man mehr Beweglichkeit haben, aber mehr Stabilität. Zum Beispiel bei einer Plank, vielleicht kennt ihr eine Plank, wenn man so den Rücken trainiert, dann hat man die Arme auch eher so. Ich will da jetzt auch kein Schwarz oder Weiß draus machen. Ich möchte nur, dass ihr wisst, haltet die Arme so, wie es für euch gut, sich gut anfühlt, wenn ihr nicht irgendwie komplett hinten hängt und immer so einen Zug in der Hand spürt, als wenn ihr einen Wheelie machen wollt, dann verliert ihr zum Beispiel Traktion am Vorderrad. Dann ist das wirklich eure eigene Sache und ihr werdet sehen, selbst im World Cup gibt es Fahrrad, bei denen sieht es echt schon fast provokant lästig aus. Manche haben dann ein bisschen aggressive Haltung. Man kann da nicht sagen, es ist falsch oder richtig, aber behaltet das so, wie sich das für euch gut anfühlt. Und dieses Thema, die Ellenbogen so künstlich rauszunehmen, hat wie gesagt Nachteile in dem Schultergelenk, weil das schneller ermüdet und fühlt sich auch wenig angenehm an, gerade in längeren Abfahrten.
Läuft. Ihr werdet euch an meine Videos erinnern, wenn ihr mal einen Kurs bei mir hattet in den ganzen Jahren. Ich hatte ja mal das Bild von dem Cowboy und das habe ich dann auch gerade in den letzten Jahren weniger verwendet, jetzt gar nicht mehr, weil es gerade halt diese übertriebene Haltung provoziert. Und der Gedanke dahinter war, es war eine Korrektur. Also stellt euch vor, ihr fahrt mit jemandem, der noch recht neu ist beim Mountainbiken, einen Wald da, ein steiles Stück runter oder kommt eine Kurve bergab. Und dann merkt ihr, da ist jemand, der hängt immer schon so hinten und hat Angst, über den Lenker zu gehen, lehnt sich so weit nach hinten. Das Vorderrad hat keine Traktion. Da war das immer der Gedanke, man kann ja jemanden so korrigieren, dass er wieder zentraler kommt und nicht die ganze Zeit in den Kurven oder so schon so hinten hängt. Genau. Und deswegen war immer so dieses Bild hier, der Cowboy. Und das ist er auch als Gorilla oder Attack oder es gibt tausend Worte dafür. Bei fahrtechnischen Trainern einfach extrem verbreitet und war es bei mir auch. Und ja, bis ich halt gemerkt habe, wie ungünstig das sich für die Schulter anfühlt und halt nochmal im internationalen Austausch mit anderen Trainern das reflektiert habe. Ja, und jetzt müsst ihr euch überlegen, wenn ihr jetzt euren Kumpel oder jemanden habt, der wirklich da hinten hängt, ihr könnt ja noch andere Bilder, wenn ihr nicht wollt, dass es immer so übertrieben das Ellenbogen raus wird, sondern einfach nur, dass ihr merkt, die Arme sollen weg von dieser Streckung in der Kurve oder so, mehr zu einer zentralen Haltung, dann könnte man zum Beispiel auch sagen, nimm die Schulterachse mehr nach vorne oder bewegt dein Kinn ein bisschen Richtung vorne. Irgendwas, wo ihr merkt, diese Person kommt von diesem hinten hängen wieder mehr in gebeugte, lockere Arme und auch diese Entspanntheit, um die ganzen Schläge abzufedern. Ja, jetzt noch ein kleiner Hintergrund zum Thema Landen. Also ich möchte euch nochmal sagen, ich bin ja früher, ich habe auch alles so natürlich gelernt, auch so gefahren mit ergonomischer Armhaltung und dann erst als Fahrtechniktrainer durch die Ausbildung, Fortbildung und so weiter und den Austausch mit anderen Trainern auch in diese übertriebene Haltung gekommen. Und das habt ihr auch in meine Kommentare schon manchmal unter die Videos, habt ihr jetzt ja schon noch reingeschrieben, so, warum so übertrieben. Und ich habe dann immer gesagt, das ist so dieser Demo-Modus, um das zu übertreiben. Und ich finde, gerade bei der Landung kann man da aber ganz klar so ein bisschen Vorteile, Nachteile sehen. Und zwar, ich habe euch jetzt mal die zwei Aufnahmen gezeigt. Und da ist es so, wenn du wirklich die Ellenbogen rausnimmst in der Landung, so, ich finde es unangenehm in der Schulter, vom Gefühl her, aber es ist auch einfach, mein Gesicht kommt dann viel mehr zum Lenker und ich lande viel mehr in der Liegestütze. Und ich will aber eigentlich viel mehr auf den Beinen landen. Und das klappt halt auch besser, wenn man eine ergonomische Armhaltung hat und nicht diese übertriebene Fahrtechnik-Trainer-Haltung. Und ich merke jetzt auch, wenn ich halt Profifahrer mir angucke, wenn die halt landen, dann sieht halt auch, dass sie halt so landen. Es gibt auch kein Schwarz oder Weiß, es gibt immer mal so, aber man kann das schon beobachten. Der Vorteil ist, dass du, wenn du eine Landung hast, die geht ja in der Regel so, also bergab die Landung, dann landest du mehr auf den Beinen und hast nicht diesen Nachteil, dass dein Gesicht so zum Lenker geht in der Landung, sondern du kannst schön auf den Beinen landen und hast da den Hauptimpact. Dieses Thema, man muss sich vor einer Kante oder ein Hindernis den hier machen, um das wegschlucken zu können, das kann man genauso gut auch so wegschlucken. Meiner Meinung und für meine Vorliebe sogar vorteilhaft, weil es entspannter ist. Und ja, kein Schwarz oder Weiß, experimentiert mal damit. Ihr werdet merken, was ich auch total angenehm finde mit dieser Haltung. Ich zeige euch das mal. Wenn ich halt so fahre, der nicht so übertrieben rausnehme, sondern normal locker halte, dann habe ich auch meine Haltung entspannter. So ist ja direkt angriffslustiger und dann kennt ihr dieses Nackenthema, dass man, damit man gerade ausgucken kann, den Nacken so nach hinten wölbt. Und das ist natürlich unangenehm und deswegen auch sehr ineffizient, wenn man jetzt quasi länger Abfahrten hat. Und ja, ist ein bisschen eine Vorliebensache, aber ihr werdet merken, ihr müsst nicht diesen Mythos da hinterher rennen, dass man immer die Ellenbogen so weit rausnehmen soll. Man kann genauso gut die Sachen so federn, man kann alles genauso gut machen und das werdet ihr bei den Fahrern auch sehen, die nicht darüber nachdenken, die einfach so fahren, wie sie fahren. Ich gebe mal ein paar Beispiele. Florian Nicolai ist ein Extrembeispiel, Enduro World Series, zweiter Platz letztes Jahr. Der fährt sehr die Ellenbogen fast am Körper. Sieht natürlich immer ein bisschen anders aus, je nachdem wie breit der Lenker ist. Und ja, bei den Downhillern ganz viele oder bei Emil Johansen, Rampage-Teilnehmer, Slopestyler.
Brandon Semenek, die ganzen Fahrkünstler, die ihr aus 1000 Videos kennt, da werdet ihr merken, dass sie den Lenker ergonomisch greifen und nicht diese seltsame Haltung, die halt ja auch von mir jahrelang verbreitet wurde. Probiert mal ein bisschen damit rum und ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie sich das anfühlt. Ich zeige euch noch ein, zwei Aufnahmen und zum Vergleich. Wir sehen uns im nächsten Video.